Ein Rekordsommer jagt den nächsten und so wird es wohl auch in Zukunft bleiben. Für viele Menschen sind die heißen Tage besonders anstrengend und man hört und bekommt ja auch permanent überall Tipps, was man tun soll und was nicht. Schon der Weg zur Arbeit fordert dem Körper einiges ab und erholsame Nächte sind bei Temperaturen über 25 Grad auch eher selten. Gerade Tagestemperaturen so ab 40 Grad stressen den Körper und auch die Psyche, den Geist aufs Maximum. Doch was genau passiert in unserem Körper, wenn wir überhitzen? Warum ist das so gefährlich? Und wie können wir uns vor der Hitze schützen? Darum geht es jetzt im Video. Und ich blende auch immer einmal im Verlauf des Videos den ein oder anderen konkreten Tipp für Sie ein. Denn diese Tipps können tatsächlich Leben schützen. Also achten Sie jetzt einmal darauf. Hallo und herzlich willkommen zur Videovisite. Mein Name ist Dr. Tobias Weige und mit meinem YouTube-Kanal möchte ich medizinisch, verständlich und korrekt aufklären über Symptome, Krankheitsbilder und auch ganz besondere Gesundheitsthemen. Und wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, dann gerne abonnieren Sie jetzt meinen Kanal. Extreme Hitze können schlimme Folgen haben und dazu gehören unter anderem der einfache Sonnenstich, aber auch eine Hirnhautentzündung, ein Herzrasen, sogar ein Herzinfarkt sowie ein Hitzschlag und im Extremfall auch ein Hirnödem. Hitze wirkt sich auf unseren gesamten Körper aus, insbesondere aber auf zwei Organe, nämlich unser Herz und das Herz-Kreislauf-System sowie unser Gehirn. Bevor ich jetzt auf diese Folgen eingehe und Tipps nenne, wie Sie sich schützen, ganz kurz eine Erklärung, wie sich unser Körper im Normalfall abkühlt, wenn er nicht zu krank ist und oder es auch noch nicht zu extrem heiß ist. Irgendwann aber, wie gesagt, schafft es unser Körper nicht mehr. So kühlt der Körper sich selbst ab. Ab einer Außentemperatur so von ungefähr 27 Grad bemerkt unser Körper, dass es ihm zu warm wird. Zur Abkühlung hat er dann mehrere Möglichkeiten, um die Wärme abzugeben bzw. runterzukühlen selber. Die bekannteste davon ist das Schwitzen. Die Erfahrung hat ja jeder im Sommer oder auch beim Sport schon mal gemacht. Dabei bildet sich auf der Haut ein dünner Schweißfilm. Der Schweiß verdunstet dann und kühlt damit den Körper herunter. Doch die Haut erfüllt auch noch einen zweiten, ganz wichtigen Zweck. Über sie, über die Haut, wird auch direkt die Wärme abgegeben. Um die Wärme aus dem Körper herauszuleiten, pumpt das Herz schneller, also der Puls steigt. Und dadurch wird mehr Blut bewegt, das in hautnahe Schichten geleitet wird, also ganz oberflächlich hier. Und die Durchblutung verbessert sich. Und wir erkennen das auch daran, dass sich unser Gesicht oder die Arme rot färben, rot werden. Beispielsweise dann, wenn wir stark schwitzen beim Sport. Das passiert, wenn der Körper überhitzt. An heißen Tagen bemerken wir die Hitze besonders schnell am Kopf. Man fühlt sich schlapp und langsam und auch das Denken will nicht so richtig klappen. Und das konnte sogar jetzt mittlerweile wissenschaftlich nachgewiesen werden. Bei höheren Temperaturen sinkt die Denkleistung um ca. 13%. Um das zu verhindern, kann sich das Gehirn herunterkühlen. Durch ein ganz ausgefeiltes System aus Hirnflüssigkeit, auch den Gefäßen auf der Stirn, Luftkammern im Mittelohr, versucht das Gehirn, die Temperatur unter 37 Grad zu halten. Wenn das nicht mehr möglich ist, gibt es einen sogenannten Wärmestau im Gehirn. Sie bemerken das als Übelkeit oder auch Schwindelgefühl, Kopfschmerzen, auch einem Steifheitsgefühl im Nacken. Dazu kommt, dass Sie die Hitze direkt im Kopf fühlen. Und dieser Zustand ist bekannt als Sonnenstich. Falls der ganze Körper überhitzt, kommen noch Fieber, Schüttelfrost, auch Appetitlosigkeit dazu. Zur Abkühlung schlägt das Herz schneller. Die Blutgefäße öffnen sich. Und das führt zu einem hohen Puls und auch zu einem niedrigen Blutdruck. Und diesen Zustand nennt man dann Wärmeerschöpfung. Hoher Puls, niedriger Blutdruck. Und er sollte unbedingt medizinisch behandelt werden, denn sonst drohen schwere Komplikationen. Insgesamt wird das Herz bei heißen Temperaturen stärker belastet. Es versucht ja, was auszugleichen, zu kompensieren. Und das ist wichtig zu wissen. Menschen mit Vorerkrankungen, gerade kardialen Vorerkrankungen, müssen daher besonders vorsichtig sein, sich auf die heißen Tage auch besonders vorbereiten. Wie gesagt, das Herz schlägt bei Hitze schneller und wenn es nicht mehr so fit ist, dann kann es schnell überlastet werden. Und noch ein ganz wichtiger Punkt, für viele Herzkranke ist es außerdem ja wichtig, dass sie die blutdrucksenkenden Medikamente zum Beispiel nehmen. Und blutdrucksenkende Medikamente wirken bei Hitze stärker. Und deswegen
kann es sein, dass der oder sollte man den Blutdruck häufiger messen. Lassen Sie die Dosierung bei starken Blutdruckschwankungen dann auch von Ihrem Arzt anpassen. Das viele Schwitzen führt auch dazu, dass dem Körper Mineralien fehlen, die der Schweiß ausspült. Die Magnesiumvorräte können so bedrohlich knapp werden und damit Krämpfe auslösen. Besonders wichtig sind Calcium und Kalium. Diese beiden Mineralstoffe sind enorm wichtig für das Herz. Kalium reguliert den Blutdruck und sorgt für die elektrische Stabilität der Herzzellen. Stichwort Herzrhythmusstörungen, wenn man Kaliumprobleme bekommt. Damit sich der Herzmuskel zusammenziehen kann, braucht er auch Calcium. Deswegen ist eine erhöhte Versorgung mit Mineralstoffen an heißen Tagen noch wichtiger als im Rest des Jahres. Und bei erhöhtem Schwitzen droht vor allem Sportler außerdem ein Natriummangel. Und zu diesem Thema bringe ich in naher Zukunft noch ein eigenes Video. Gerade Natriummangel und die Folgen bei Hitze werden oft sehr stark unterschätzt, obwohl man sie relativ einfach lösen kann. Denn Natrium ist letztlich für uns Salz. Und in diesem Zusammenhang, was ist noch wichtig? Woran erkennt der Notarzt sehr schnell, ob eine Elektrolytverschiebung vorliegt? Genau an der sogenannten Blutgasanalyse, an der BGA. Also der Arzt nimmt ein bisschen Blut von Ihnen ab und im RTW kann das schnell analysiert werden. Und dann weiß man sofort, ob die Werte Kalium, Natrium, Calcium etc. normal sind. Die seltenste, aber gefährlichste Variante der Überhitzung ist der Hitzschlag. Und dabei steigt die Körpertemperatur über 40 Grad und das führt zusätzlich noch zu Sehstörungen, Atemaussetzer und einer Hirnschwellung. Und dieser Zustand kann tödliche Folgen haben, wenn er nicht behandelt wird. Durch die ausbleibende Durchblutung der Muskeln können diese zerfallen. Dabei bilden sich Giftstoffe, die die Nieren und die Leber überlasten, bis sie versagen. Hierbei handelt es sich also um einen medizinischen Notfall und den muss man natürlich schnellstmöglich ärztlich behandeln, oftmals intensivmedizinisch. Erkennbar ist diese Variante auch daran, dass der Patient oft nicht mehr ansprechbar ist und sich in einem Delirium befindet. 6 Tipps gegen Überhitzung. Damit Sie den Sommer unbeschadet überstehen, gebe ich jetzt einmal 6 Tipps, die gegen die heißen Temperaturen helfen. Das einfachste, aber wichtigste Mittel ist das Trinken. Schwitzen verringert den Flüssigkeitsgehalt im Körper, ist klar. Und dieses Defizit müssen Sie durch mehr Flüssigkeitsaufnahme ausgleichen. Bei vielen Menschen ist das Durstgefühl ein guter Indikator, ob genug getrunken wird oder nicht. Bei älteren Menschen aber, und das ist ganz wichtig, lässt dieses mit der Zeit nach. Oftmals hat man gar kein Durstgefühl mehr. Und deswegen sollten Sie besonders darauf achten, Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Bis zu 3 bis 4 Liter Wasser sind bei heißen Temperaturen nötig, um den Flüssigkeitsverbrauch auszugleichen. Achtung aber, und das ist ganz wichtig, wenn man extrem viel Wasser trinkt, dann kommt es zur Elektrolytverschiebung. Das heißt zu weniger Natrium, also Salz im Körper. Und das kann auch schlimme Folgen haben. Also mein Tipp, ruhig einmal eine kleine Prise Salz ins Wasser schütten. Aber nur, wenn Sie viel schwitzen und wie gesagt so 3 bis 4 Liter trinken. Auch über die Ernährung können Sie Ihrem Körper zusätzlich Flüssigkeit zuführen. Gemüse, Salat und Obst haben einen hohen Flüssigkeitsanteil und sind oft gut verträglich. Schwere, gehaltvolle Gerichte, gerade fettreiche Gerichte, sind schwer verdaulich und belasten den Körper zusätzlich. Und jetzt, das ist wichtig, das davor wusste man vielleicht, aber da ja der Darm voll ist, wird er viel durchblutet und Energie wird benötigt, um die Verdauung durchzuführen. Und wie ich zu Beginn aber erklärt habe, brauchen wir eine gute Durchblutung an anderen Körperstellen, wie zum Beispiel der Stirn, damit die Körpertemperatur sich senkt. Also verzichten Sie bei besonders heißen Tagen auf große, volle Portionen. Sowas sieht man gerade oft bei Urlaubern, die dann mittags kräftig zuschlagen und danach in der Sonne liegen. Vermeiden Sie das. Stattdessen Wassermelonen, Salatgurken oder Paprika sind ideale Lebensmittel für die heiße Phase des Jahres. Ich habe eben schon einmal die Versorgung ja auch mit Mineralstoffen erwähnt. Eine ausgewogene Ernährung stellt hierbei sicher, dass der Körper immer genug Mineralstoffe zur Verfügung hat und natürlich auch Vitamine etc. Besonders hilfreich gegen hohe Temperaturen in der Wohnung ist das Stoßlüften morgens und abends. In den warmen Stunden sollten die Fenster hingegen geschlossen sein und durch Vorhänge oder Rollos abgedunkelt sein. Sobald es abends kühler wird, bringen die offenen Fenster natürlich frischen Wind in die Wohnung und senken die Temperatur. Die nächsten beiden Tipps sind eng miteinander verbunden. Um die Hitze gut zu überstehen, müssen Sie sich daran anpassen an die Hitze. Und das geht einerseits mit Hilfe der Kleidung, andererseits aber auch, wenn sich
oder wenn Sie anstrengende Tätigkeiten verschieben oder in kühlere Tageszeiten verlegen. Falls Sie der Sonne nicht aus dem Weg gehen können, hilft eine Kopfbedeckung, typischerweise vor dem Sonnenstich. Und es ist genau richtig, dass natürlich Kinder das immer bekommen, aber auch Erwachsene, ein Hut oder eine Mütze, verhindern die direkte Sonneneinstrahlung auf die Kopfhaut. Generell sollte natürlich auch die Sonnencreme nie fehlen. Oberkörperfrei im Garten oder auf dem Dach arbeiten sollte natürlich schon lange der Vergangenheit angehören. Schnelle Soforthilfe bei Überhitzung. Für den Fall, dass Sie erste Symptome einer Überhitzung feststellen, begeben Sie sich sofort in den Schatten. Zusätzlich senken kalte Umschläge oder ein kaltes Fußbad die Temperatur im Körper. Man sollte aber nicht abrupt sich kalt stark abduschen, sondern kalte Umschläge. Bei schweren Symptomen einer Wärmeerschöpfung oder eines Hitzschlags sogar sollten Sie immer so schnell wie möglich einen Arzt rufen. Und die ersten Maßnahmen sind fast immer runterkühlen, Flüssigkeitszufuhr inklusive der wichtigen Elektrolyte. Und prüfen Sie bei sich selbst, wenn Sie merken, dass Sie einen niedrigen Blutdruck haben oder bekommen, Schwindel, schwarz vor Augen mit Ihnen zum Beispiel, und gleichzeitig einen hohen Puls bzw. Herzrasen, dann erstens schaffen Sie, wie gesagt, eine kühle und beruhigende Atmosphäre, also den Schatten setzen, trinken Sie zweitens Wasser, am besten mit ein bisschen Salz, und drittens rufen Sie natürlich den Notarzt. Damit sind wir auch schon wieder am Ende des Videos. Ich hoffe, dass Sie einige Tipps für den Sommer, für die besonders heißen Sommertage mitnehmen konnten. Unterschätzen Sie die Kraft der Sonne nicht und bereiten Sie sich darauf vor, dann steht natürlich einem erholsamen Sommer nichts mehr im Weg. Mit einem Daumen nach oben und einem Abonnement können Sie meinen Kanal unterstützen, falls Ihnen dieses Video gefallen hat. Ich freue mich auch über viele Fragen und Anregungen zu diesem und anderen Themen. Schreiben Sie einmal direkt in die Kommentarzeilen. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.